ja eigentlich alles querbeet. Also hier sind noch für die Ernährung Bücher. Sie gucken nach was Bestimmten oder nach... Nee, nicht nach was Bestimmten. Also bei mir ist auf jeden Fall alles recht günstig, da ich ja die Sachen auch loswerden möchte, einfach um Platz zu schaffen. Das kann ich nur sagen. Okay. Was das da hinten ist, ja, das ist ein Adventskalender, der ist selbst gemacht von meiner Mutter. So sieht er aus. Aber, naja, wie gesagt, das ist, in dem Alter habe ich natürlich jetzt damit nichts mehr zu tun. Es war eine schöne Erinnerung, aber irgendwann muss man ja auch mal ein bisschen aufräumen. Und, ja, okay, der Stoff, der ist schon etwas altmodisch, aber es sind halt auch schon ein paar Jährchen her, wo ich den gebraucht habe. Hoppala, Entschuldigung. Aber was muss, das muss. Ja, okay, dann lege ich den mal auf die Seite, wenn der zu altmodisch ist, verstehe ich aber natürlich. Das da, das sind Rollen. Ja, okay, Sie kennen das für die Overlock-Maschine. Ja, warum ich die jetzt mitgenommen habe. Klar, die habe ich gekauft, aber da habe ich mich vertan. Und zwar, ich dachte eigentlich bei mir, dass die schwarze Farbe so gut wie leer ist, aber im Endeffekt war es die weiße Farbe. Und dann hatte ich mir halt schwarz schon gekauft, daher steht das bei mir jetzt schon länger rum. Aber ansonsten, Sie sehen ja, das ist eingepackt, ist nichts dran. Ist halt einfach nur, dass ich mich da selbst vertan habe. Teuer die sein sollen. Also ich würde die 3 Rollen für 3 Euro geben. 2,50, ja klar, wir sind ja auf dem Flohmarkt. Machen wir 2,50, ich denke, das ist fair für uns beide. Jetzt sehe ich hier schon, dass mein Finger noch total dreckig ist vom Aufbauen. Heieieiei. So eine Sauerei. Aber man sieht halt, man hat gearbeitet, ne? Ja, genau. Schön.
funktioniert auch optimal. Packung soll jetzt einmal sie wieder trennen.
das Beste. Was das für Schuhe sind, ja, kann ich Ihnen zeigen oder sagen. Das sind Originalschuhe. Also original, ich meine, original sind sie auch von Rainbow, aber ich meine nagelneue Schuhe. Also unbenutzt. So sehen die aus. Und sind eigentlich Hochzeitsschuhe. Also wenn man im Sommer heiratet oder vielleicht sogar am Strand. Naja, am Strand, okay, sollte man vielleicht flache Schuhe anziehen, aber ich meine in so einer Strandatmosphäre, dann ja, sind das halt sehr schöne Schuhe. Und wie gesagt, die sind halt neu, ne? Tschüss.
wollen sie nehmen. Ja, super. Weißt du das auch noch?